Okay, ich habe wirklich 2 Tage an dieser Aufnahme gesessen. Das ist kein Spaß, Leute. Ich habe insgesamt, glaube ich, 8 Stunden aufgenommen, mit vielen Leuten das Ganze probiert. Und ich habe es endlich nach 2 Tagen geschafft, dieses Video aufzunehmen. Ich habe heute versucht, im Video den neuen Sergeant Winter Boss gegen den Hai kämpfen zu lassen. Aber ich habe das Ganze nicht im Kampflabor gemacht, damit es einfach ist, sondern in einer normalen Runde. Wir müssten Glück haben mit der Zone, mit den Gegnern, dass wir direkt den Truck finden, dass wir nicht den Truck kaputt machen und noch vieles, vieles mehr. Bleibt bis zum Ende dran, es ist sehr, sehr, sehr spannend geworden. Ich habe das Ganze natürlich aufgenommen. Benutzt den Creator Code Seville. Und wenn ihr so eine Mühe feiert, dann schallert doch den Like-Button rein, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe 2 Tage dran gesessen, damit ich das endlich mal hier hinkriege für euch. Wir gehen rein ins Video. Let's go. Also Leute, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum bin ich so lange in der Luft? Das liegt einfach daran, dass wir jetzt eine Taktik erfunden haben, sage ich jetzt einfach mal. Dass wir hier schneller den Truck finden. Der Truck spawnt nämlich random auf der Map. Nicht nur im Winterbiom. Ganz wichtig für die Leute, die immer fragen. So, einer ist nämlich links unten, einer rechts unten und ich bin gerade im Winterbiom. Ich habe das Ganze hier gerade eben mit Sabrina und Marcel am Laufen. Die hören mich, aber ich sehe nicht, weil ich leider ein Echo bei denen habe. Sonst hätten die mich leider auch gehört. Aber für die Aufnahme wäre das dumm, Leute. Weil man hört mich als Echo. Und das bockt sich so nicht für die Aufnahme. Aber auf jeden Fall, die zwei hören mich. Marcel und Sabrina, Grüße gehen raus an euch, die mir hier gerade helfen. Und mal gucken, ob wir es diese Runde endlich mal schaffen. Okay, bis jetzt habe ich nichts gefunden. Wir können aber auch mit dem Auto rumfahren. Weil der spawnt ja meistens und fährt ja seine ganzen Runden auf der Straße. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal im Winterbiom gefunden, wo er innerhalb der Schneeberge fährt. Das heißt also nicht auf der Straße. Ansonsten immer auf der Straße findet ihr den Typen. Jetzt gucken wir einfach mal. Da vorne wird gerade jemand gerevived. Und das Krasse ist ja, Leute, wir versuchen in dieser Runde natürlich auch einen Win direkt zu holen. Und natürlich den NPC-Boss mit dem Hai kämpfen zu lassen. Ey, es tut mir leid, Bro. Aber ich muss dich leider holen. Sorry. Okay. Sein Teammate ist jetzt gar nicht mehr hier in der Nähe. Ja, okay, der fliegt weg mit dem Gleiter. Vergesst auf jeden Fall nicht zu pingen, wenn ihr das Ganze gefunden habt. Das ist nämlich wichtig. Und dann können wir das Ganze auch starten. Ich sag euch gleich, wie schwierig das Ganze ist, wenn wir ihn gefunden haben. Wir fahren nochmal ein bisschen weiter. Winterbiom habe ich jetzt ziemlich viel abgefahren. Und die finde ich jede Runde. Wirklich. Also ich habe die jede Runde gesehen, die zwei auf dem Quartier. Aber die wollen wir ja nicht finden. Und die haben den. Die haben den. Let's go. Nice, ihr zwei. Noch 500 Meter, wir gehen jetzt richtig dick, Gummi. Ich beeile mich ganz schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen Speed machen, Leute. Wir müssen uns dick beeilen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass keine Gegner da sind. Das wäre halt zu fresh, Alter. Ich nehme jetzt schon so oft auf. Das muss irgendwann mal klappen. Okay, ich bin gleich da. Gleich kein Benzin mehr, aber noch 140 Meter. Und da ist er. Habt ihr den schon down geholt? Ja, okay, nice. Ihr habt die anderen zwei vorne schon down geholt. Perfekt. Perfekt, die zwei Leute, wo vorne drin sitzen und den Truck immer fahren, sind schon mal down. Und wenn ihr das Ganze geschafft habt, Freunde, ich erzähle es euch ganz mal, müsst ihr euch erstmal ein wenig verstecken vor dem Boss hier, weil er ist sauer auf euch, beziehungsweise auf euer Team und will euch natürlich töten. Einfach ein bisschen Abstand halten und wenn sein Ausrufezeichen auf seinem Kopf weg ist und er komische Geräusche wieder macht, so dann könnt ihr wieder zu dem hingehen und den Truck fahren. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet. Okay, jetzt können wir hingehen. Jetzt können wir hingehen. Okay, kommt, kommt, kommt. Jetzt können wir hin. So, und ihr seht jetzt auch, der wird euch nicht angreifen. Jetzt steigt einfach mal ganz schnell ein. Na, da vorne ist ein Gegner. Okay, danke fürs Ping. Das ist halt immer das Problem, Alter. Okay, wir sind noch gut in der Zone, glaube ich, drin. Wir könnten das Ganze schaffen. Hier in der Nähe sind auch Haie. Aber wir holen erstmal die Gegner. Passt auf, passt auf. Einen hat Spider-Man. Passt auf. Wir müssen auf jeden Fall auch noch den Boss beschützen. Weil wenn die den down holen, dann GG. Und wir müssen den LKW beschützen. Wo ist denn der jetzt? Vor mir? Ja, Sabrina ist down. Einer noch? Einer noch? Ne, einer. Einer müsste noch leben. Einer müsste noch leben. Irgendwo ist noch der. Ich glaube, der ist im Truck. Der ist im Truck. Der wollte mich einfach mit dem Truck überfahren. Was ein Assi. Okay, gut. Ich glaube, das war's jetzt. Warte, warte. Du kurz Sabrina reviven. Weil der ist wieder sauer auf uns. Lass uns kurz verstecken. Damit das sich wieder beruhigt. Und dann können wir wieder gleich in die Zone reinfahren. Und direkt zu einem Hai gehen. Dann können wir diese Runde jetzt schaffen. Okay. Kurz reviven. Sieht gut aus. Okay, wir können jetzt einsteigen. Gut, er ist jetzt auf Chillo. Marcel, am besten
Am besten machst du jetzt gleich, fährst du kurz mit und wenn du Spider-Man-Waffe hast, dann gucken wir, guck mal bitte, ob wir einen Hai finden. Das ist nämlich ganz wichtig jetzt. Wir brauchen unbedingt gleich einen Hai. Dann guck du schon mal nach einem Hai oder nach irgendwas. So Leute, wir fahren jetzt nämlich in die Zone. Wir kacken einfach mal auf alles. Wir haben noch 991 Leben mit dem LKW. Es wäre auch gut, wenn wir Reifen finden würden. Wir brauchen Reifen. Weil ohne die Reifen wird es schwierig, über den Winterbiom, über das Winterbiom zu fahren. Damit wir hier ganz easy auch Geschwindigkeit beibehalten. Hier vorne ist bestimmt eine Angel oder so. Hier vorne ist bestimmt eine Angel. Da ist ja auch das Lama oder so. Guck mal, dass du da irgendwas findest. Das wäre Ehre. So, und da vorne ist die Tankstelle. Jetzt holen wir uns Reifen, damit wir so eine Art LKW-Truck haben. Und Sergeant Winter chillt schön am LKW. Okay, da vorne. Ich guck kurz. Einen Moment. Ich halte kurz hier an und hol kurz einen Reifen. So, hier müsste bestimmt ein Reifen da sein. Einfach mal hier ein bisschen abholzen und dann haben wir was. Okay, nice. Ich habe einen Reifen. So, wir hauen uns jetzt drauf. Da passiert ja nichts. Beziehungsweise, der wird dann nicht aggressiv wieder. Okay, steig ein, Sabrina. Nice one. Ey, Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist. Das sieht jetzt einfach aus, aber ihr müsst die zwei da vorne töten. Und ihr müsst aufpassen, dass euer LKW nicht kaputt geht. So, wir gehen jetzt mal nach da unten und gucken, ob da ein Hai ist. Weil dann können wir es schaffen. Ist da ein Hai? Hat er angepinkt? Ja, okay, da vorne ist ein Hai. Er hat angepinkt. Langsam runter. Bloß nicht. Oh mein Gott, Leute. Ey, wir können die zwei gleich fighten lassen. Okay, wer wird gewinnen? Was wird passieren, ey? Ey, nach so langer Zeit. Okay. Ich fahr kurz rückwärts. Schießt du den Hai an, genau. Komm wieder ins LKW, aber. Weil der Hai muss auf uns draufspringen. Okay, ich glaube, der greift gleich an. Mal gucken, was der NPC gleich machen wird. Eins gegen eins. NPC gegen Hai. Was wird passieren? Digga! Er hat uns einfach nach hinten gehauen. Okay, er ist aber gut. Weil er ist jetzt schön mad auf ihn. Er ist mad auf ihn. Er wird den Hai jetzt angreifen. Ich glaube ehrlich, der Hai könnte hier eine Chance haben, wenn er ihn nochmal angreift. Mal gucken. Okay, der Hai hat ein bisschen Probleme hier. Der kommt gerade nicht mehr richtig an uns ran. Wir fahren nochmal ein bisschen zurück. Okay, jetzt müsste er uns eigentlich nochmal angreifen. Sergeant Winter greift ihn auf jeden Fall an. Er greift nochmal. Er hat Sergeant Winter rausgehauen. WTF. Okay, schnell wieder zurück. Schnell wieder hingehen. Scheiß mal auf den LKW. Ich will das Ganze sehen. Was machen die jetzt? Sergeant Winter greift ihn persönlich weiter an. Okay, wer wird hier gewinnen? Der Hai hat einfach Schiss. Der haut ab. Der Hai haut ab vor dem. Guck mal. Der hat einfach Schiss. Digga, der Hai hat, glaube ich, gar keine Chance. Der Hai hat einfach Angst. Guck mal. Der haut ab. Was ist denn das für ein Jaro? Digga, und jetzt auch noch Schüsse. Sergeant Winter haut den ja vollkommen um. Es juckt den Hai einfach nicht. Willst du mich verarschen? Ey, Leute, wir versuchen jetzt gleich noch Sergeant Winter in die Zone zu holen und noch einen Win mit dem zu holen. Ansonsten probieren wir den normalen Win. Wir schießen nochmal den Hai an und lassen uns nochmal angreifen. Mal schauen, was dann passiert. Gebt euch mal dem sein Leben. Der hat gar kein Leben mehr. Okay, er greift uns an. Ein Moment. Das ist nicht dem sein Ernst. Hey, Sergeant Winter juckt den gar nicht. Okay, wir werden uns jetzt noch eine Angel holen und werden versuchen, mit dem Hai auf Sergeant Winter drauf zu springen. Das ist noch die nächste Opportunity. Und ich habe das Ganze ja schon mal im Kampflabor probiert. Ich blende euch gleich mal ein, was da passiert ist. Winter drauf gehen, mal gucken. Wow! Okay, Sergeant Winter hat sich aufgeregt. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Sergeant Winter greift den Hai an. Okay, warte. Ich fahr ein bisschen näher ran. Komm mit rein. Komm mit rein, komm mit rein. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Ich glaub's ja nicht. Juckt es dem Hai überhaupt? Okay, doch, 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 jetzt. Tschüss! Der Hai hat den richtig geschafft. In die Mangel genommen. Okay, schnell wieder hinfahren. Mal gucken, wer gewinnt. Ey, Sergeant Winter hat gewonnen. Ich glaube, der Hai ist durch den Fallschaden gestorben. Alter Schwede. Krasser Fight. Und ich sage euch ehrlich, der Hai hat einfach Angst vor dem NPC-Boss. Wir holen uns jetzt eine Angel und gehen mit dem Hai zum Boss und gucken mal, ob wir das Ganze noch schaffen. Aber das Leben ist einfach schon weg. So, ich habe jetzt hier eine Angel. Er hat leider nicht mal so viel Leben. Mal gucken, ob wir hochkommen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben gesehen, dass der Boss einfach 1000-mal stärker ist als der Hai. Okay, wir schaffen es nicht hoch. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Hai in ist. Aber wir gucken mal, wenn wir den Boss jetzt anschießen, ob er mit uns in die Zone kommt oder ob er was anderes macht. Der müsste uns ja hinterherkommen, weil er uns ja abschießen will. So, wir sind noch gut in der Zone drin. Jetzt schießen wir den mal ab jetzt gleich. Okay, der ist außerhalb der Zone. Wir haben ihn jetzt gerade angeschossen. Ich schieße ihn gleich mal nochmal an. Mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Ja, der kommt nicht. Hä, der kommt nicht. Der haut einfach von uns ab. Aber warum?
Leute, der hat jetzt einfach Angst vor uns. Gebt euch mal. Er geht einfach in die Zone rein und will uns nicht hinterherkommen. Das ist ziemlich, ziemlich weird. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, Leute, ist jetzt egal. Wir haben das Ganze geschafft und werden jetzt versuchen, noch einen Win zu holen. Wenn wir jetzt noch einen Win holen, geisteskranke Runde, Alter. Geisteskranke Runde. Streng mich auch jetzt dick an, Freunde. Weil das wäre zu wild. Wie gesagt, Kampflabor, easy peasy, okay? Aber in einer echten Runde, ich sag euch, anders. Wenn es jetzt klappt, krasse Runde. Komm, den müssen wir rushen. Wir müssen unbedingt Win holen für die Aufnahme. Das kriegen wir hin. Ja, ich rush den auf jeden Fall. Den müssen wir direkt wegholen. Pass auf. Ja, 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 okay. Gut, wir müssen aufpassen, weil die haben den... Wir haben den neuen Granatenlauncher. Unter mir ist einer und vor mir. Bei O und unter mir. Lachlan-Skin. Lass den zusammen rushen. Lachlan-Skin zusammen rushen. Komm schon, baller drauf, baller drauf. Der ist hier eingebaut. Okay, hab ihn. Den sein Kopf hat noch rausgeschaut. Die anderen müssen... Okay, den habe ich geholt. Die anderen sind noch vor uns. Ich muss mich ganz kurz heilen. Ganz kurz. Ganz kurz. Und nachladen. Dann können wir den Win holen. Komm schon, das wäre perfekt. Pass auf, nicht sterben, nicht sterben. Es lebt nur noch einer. Kann nur einer sein. Ja, Mann. Wir haben es endlich geschafft. Ey, Kuss auf eure Nuss, ihr zwei, Mann. Kuss geht raus an Sabrina und Marcel fürs Helfen, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Lasst einen Like da. Was wollt ihr sehen? Wir werden auf jeden Fall noch viel, viel mehr Experimente machen und versuchen auf jeden Fall den Hai gegen The Rock kämpfen zu lassen oder den NPC-Boss gegen The Rock. Lasst einen Like da, wir haben es endlich nach 2 Tagen geschafft. Ey, ich sag's euch, ciao, ciao. Geisteskrank, haut rein, bis dann und ciao, ciao.